Aber ist Tali so wichtig? Willkommen in Nos Astra, Commander Shepard. Wir wurden angewiesen, alle Andock- und Verwaltungsgebühren für Ihren Besuch zu erlassen. Mein Name ist Karina. Wenn Sie Informationen über die Umgebung benötigen, wäre es mir eine Freude, Ihnen behilflich zu sein. Warum kriege ich alles gratis? Wer hat Sie angewiesen, auf die Gebühren zu verzichten? Der Befehl kam von Liara Tissoni, die alle Gebühren für Sie bezahlt hat. Sie hat auch darum gebeten, dass ich Sie zu ihr führe, sobald Sie Zeit dazu haben. Sie ist in der Nähe der Handelsebene. Ich glaube, wegen Liara. Sie sagten, Liara sei hier. Was macht sie? Liara ist eine von Nos Astras anerkanntesten Informationsmaklerinnen. Nos Astra ist ein Handelszentrum. Information ist eine wertvolle Währung und Liara macht damit ziemlich gute Geschäfte. Wie gesagt, Sie finden sie in der Nähe der Handelsebene. Sie freut sich schon auf Sie. Okay, dann gehen wir mal los. Danke. Ich heiße Sie erneut in unserer Stadt willkommen, Commander, und wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Dabei gehen wir sowieso alleine. Laut Zollbericht hält sich eine Justikarin namens Samara in diesem Hafen auf, Shepard. Ihre frühere Teamgefährtin Liara Tassoni könnte mehr wissen. Ihr Büro liegt über der Handelsebene. Sie könnten mit ihr auch über den Aufenthaltsort von Thane Krios sprechen, dem Attentäter in ihrem Dossier. Außerdem habe ich eine Nachricht für Miss Lawson. Lantea hat ein Zimmer im Eternity reserviert und wird dort warten. Danke, Edie. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem... Nein, Sie verstehen nicht! Ich habe es in der Nähe des Transportterminals... 25! Mensch, Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre... Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Was? Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Wer ist sie? Ich habe auf Noveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein? Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni werden wieder singen. Die Rachni? Sind Sie auf Ilium? Wie haben Sie von einer anderen Asari Besitz ergriffen? Man kann doch nicht einfach so den Geist anderer Leute übernehmen. Friede, Shepard. Was? Die Rachni-Königin kontrolliert meine Gedanken nicht. Das war nur eine Nachricht, die ich übermitteln sollte. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch. Sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Sie haben die Begegnung mit der Rachni überlebt? Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt. Allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Und wie kamen sie zurück? Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen. Und jeder hat eine Aufgabe. Und die Piraten? Was wurde aus den Piraten, die sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv,
Aber sie tun, was sie tun müssen. Und Lebenssinn der Asari? Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn sie so wollen. Ich helfe ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. Das klingt zu einfach. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das. Aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Und der Aufenthaltsort? Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Was hat diese Nachricht zu bedeuten? Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist. Aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Sie meint also die Reaper? Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Danke für die Nachricht. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Na dann. Hey! Das gibt's ja nicht. Shepard? Überall hieß es, Sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt. Ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlung in Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzunageln. Gern geschehen. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anolais geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert. Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Stimmt, da war ja was. Was führt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Ich bekämpfe mal wieder das, was ansteht. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und vergessen Sie nicht, Ihr Bier auszutrinken. Was ist das? Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen. Durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händler schmuggelt Pläne von Noveria. Okay. Dann versuchen wir, die mal zu zeigen. Zu bringen. Willkommen.
Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Hey, ich will viel ausgeben. Ist alles hier so teuer? Ich wollte hier eigentlich jede Menge Credits ausgeben. Wirklich? Ich statte ein Team für eine gefährliche Mission aus. Ich brauche das Beste und bin auch bereit dafür zu zahlen, wenn Sie mir ein wenig entgegenkommen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Ich will die modernsten Waren. Haben Sie sonst noch was? Irgendwas, das in Ihrer normalen Verkaufsliste nicht aufgeführt ist? Nun, da wäre noch eine Sache. Sehr fortschrittlicher Entwurf. Offiziell noch gar nicht erhältlich. Das liegt daran, dass er auf Noveria noch in der Entwicklungsphase ist. Der Export ist illegal. Hallo Hermia. Parassini, das war eine Falle. Aber hier ist nicht Noveria. Sie haben nicht das Recht, mich zu verhaften. Mir ist egal, ob Sie einsitzen oder nicht. Ich habe genug Beweise, um Ihren Laden mit Bußgeldern endgültig zu zerschlagen. Was ist mit dem Plan? Sind Sie überhaupt ermächtigt, den Plan zu beschlagnahmen, den Sie verkaufen will? Nicht nötig. Hermia stand unter Verdacht. Und wir haben ihr fehlerhaftes Material geliefert. Das Ding würde lediglich direkt unter ihrer Nase explodieren. Ich muss weg. Ich muss mit meinem Anwalt sprechen. Machen Sie schnell, Hermia. Wenn die Zahlungsbefehle reinflattern, können Sie ihn sich nicht mehr leisten. Ah, das hat gut getan. Ich muss ein bisschen Papierkram erledigen. Kommen Sie doch an meinen Tisch, wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben. Gut. Ich glaube, ich muss noch mal was in der Einstellung machen. Ist nichts Großartiges. Einfach mal gucken. Komisch. Ja, etwas heller. Wenn das zu hell ist, dann lasse ich es bleiben. Aber es geht eigentlich. Gehen wir mal zurück. Hermia wird in Kürze eine sehr arme Frau sein. Danke für die Hilfe, Shepard. Asari fertig zu machen ist klasse. Erst so alterslos und überlegen, aber wenn man sie am Haken hat, kreischen sie wie Schulmädchen. Sie machen es gern. Es muss schön sein, eine Arbeit zu haben, die einem wirklich Spaß macht. Ich wollte Bulle werden. Oder zur C-Sicherheit. Aber meine Familie musste Rechnungen bezahlen. Ich brauchte einfach ein Gehalt, wie es nur ein großes Unternehmen bezahlt. Außerdem sieht man in diesem Job keine Sachen, die einen um den Schlaf bringen. Wirtschaftskriminalität ist nett und sauber. Mann, dieses Mal musste ich wenigstens keine hohen Absätze und kein Kleid tragen. Das sah furchtbar aus. Und die Vergangenheit? Wie sind Sie eigentlich auf Noveria gelandet? Stipendiatenprogramm und konkurrenzorientiertes Praktikum. In den Wissenschaftsfächern war ich immer nur Durchschnitt. Aber im Ergründen von Geheimnissen war ich immer spitze. Wenn man in Armut aufwächst, aber von reichen Kindern umgeben ist, lernt man sich zu verstellen. Für die Arbeit undercover ist das sehr hilfreich. Und jetzt zu den Plänen? Was haben Sie jetzt vor? Recherche. Wir hatten in letzter Zeit ein paar Hackerangriffe. Und ich will sicherstellen, dass sie extern waren. Viele interessieren sich plötzlich für dunkle Energie. Meine Bosse wollen wissen, ob man sich deshalb Sorgen machen muss. Damit werde ich die Zeit bis zu meinem nächsten Undercover-Einsatz überbrücken. Und jetzt die Undercover-Arbeit. Wie war's? Es muss hart sein, so oft Undercover-Einsätze zu haben. Halb so schlimm. Man lernt neue Orte kennen, ist ständig jemand anders. Komisch ist es bloß, wenn man nach Hause kommt, mit jemandem reden will und nicht mehr weiß, wie man reagieren soll. Als wäre es eine weitere Tarnidentität. Verstehen Sie? Aber es macht Ihnen Spaß. Das müssen Sie doch ehrlich zugeben. Tief im Inneren macht es Ihnen Spaß, anderen etwas vorzumachen. Deshalb sind Sie auch so gut darin. Das stimmt wohl. Ich bin als armes Arbeiterkind aufgewachsen. Jetzt bewege ich mich unter den Reichen und Mächtigen. Mache Notizen und beschaffe Beweise. Und keiner von denen sieht mich kommen. War schön, Sie wiederzusehen. Es war mir ein Vergnügen, Gianna. Mir auch, Shepard. Man sieht sich. Ach, was soll's. Viel besser als ein Autogramm. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Naja, das war mal wieder eine Sache. So, wo können wir am besten noch hingehen? Ja, einkaufen. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit.
Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. Kaufen wir mal. Das lassen wir mal bleiben fürs Erste.